Und herzlich willkommen im Weltkrieg. Hier wieder mit Ihrem MAN ohne Co-Pilot und dem Dein Name. Da ist mein Name. Wer hat sich was gewünscht? Ja, das hat man aus den letzten Kommentaren schon rausgehört. So funktioniert das halt. Das ist. Ich werde schon wieder aufprallen und sterben. Welch ein was? Ach, so ein Drang. Na, ich tu mich doch nicht selbst töten. Also. Genau. Missglückte Landung. Das kann gut sein. Und ich glaube, dass das Flugzeug ist immer abgestürzt. Was? Was? Ich habe gerade gesagt, das Flugzeug ist wahrscheinlich jedes Mal abgestürzt, so kommt mir das vor. Bei DuckTales. Ich fliege nicht, ich fahre Auto. Aber ich bin auch der geflorene Flieger. Auch in Elite Dangerous? Ja. Da 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 da. Wo sind sie eigentlich? Also ich komme dann mal, ne? Also die Stadt, die brennt komplett. Da kann man gut erkennen an den vielen verschiedenen Rauchsäulen und Brandherden. Stadt heißt Atira? Ja, eher gedacht an Kira. Nein, Kira. Kira Nerys. Oh, jetzt ist gerade. Und drehen. Ich hab sie aus den Augen verloren. Wo sind sie? Das ist ein feindlicher Helikopter. Ich glaube, die Stadt ist kaputt. Ich bin ein deutsches Rotes Kreuz. Ach, da hinten sind sie. Ich überfahre die wahrscheinlich eher. Ja, sieht aus, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen, ey. Ja, eine V2. Nein, die Vergeltungswaffe 2. Boah. Bin da. Warum? Düt, düt.
So, machen wir ein bisschen die Infrastruktur noch kaputt. Das nennt man einen Zeitungsverkauf. Okay, es tut auch gerade ein bisschen ruckeln, muss ich sagen. Also ein bisschen schlieren. Hä, in der Aufnahme? Das, was ich sehe. Das ging früher aber auch auf Ultra. Ich glaube, ich habe das Ding jetzt kaputt gemacht. Abspringen. Es wird ja auch noch auf mich geschossen. Das finde ich aber jetzt doch ein bisschen sehr, ne? Also. Was? Ja. Ich habe 20 XP durch Team Assist bekommen. Ah. Wenn irgendwann wieder mal ein Helikopter auftaucht, dann schnapp ich mir den. Nein, der hilft ihnen dabei nicht. Glauben Sie an Gott? Dann gehe ich aus der Konvi raus. Schon lange nicht mehr. Ja, du früher da. Ja, Oliver Pocher hat gesagt, dass er nicht richtig, dass die Evolution teilweise nicht ganz da war und funktionierte und so. Und hat Oliver Pocher gesagt. Er hat gemeint, dass wenn man etwas nicht erklären kann, dann einfach sagt, das hat Millionen von Jahren gedauert. Und dass man das mit der Evolution nicht beweisen kann, weil ja viel zu viele Lücken auftauchen, ne? Also, dass die Skelette und die Hinterlassenschaften von den Menschen, dass die Skelette von den fossilen Menschen von damals, irgendwie nicht ausreichen. Das sind Lücken. Und das kann nicht eine Million Jahre gedauert haben. Gott hat die Welt doch in 6 Tagen erschaffen. Ja. Ja. Jetzt haben wir die AfD, ne? Nur weil Gott zu faul war. Da ist ein Panzer. Warum ist da ein Panzer? Nein, ein antigegnerischer Panzer. Und hier ist ein Helikopter. Ein Helikopter. Sogar mit zwei Rototurboplatten. Niemand will den Panzer? Verdammt, ich wollte in den verdammten Panzer. Nee, diese Panzer. Kommt ihr langsam? Ja. Paul Panzer ist auch egoistisch. Wo bin ich? Ich bin irgendwo dran. An einer Art Waffe. Ach, ich war unten an irgendeiner Waffe von irgendeinem. Ach, verdammt. Jetzt hat er mir den verdammten Heli unterm Arsch weggeklaut.
Ja, ich bin Co-Pilot. Kann ich meinen Piloten erschießen? Warum nicht? Rampe öffnen kann ich. Jetzt habe ich die Rampe geöffnet. Nö. Rampe schließen. Wie cool das sein muss, wenn man da hinten ist und dann abspringen will. So, ich. Cool. Hier, ich springe jetzt gleich ab. Gucken Sie mal. Ich kann nicht abspringen. Ich kann nicht abspringen. Verdammt. Heißt, ich werde sterben? Der Pilot kann abspringen, aber ich nicht. Und wir werden gerade abgeschossen. Großartig. Der Tag kann nicht besser werden. Oh Gott. Oh Gott. Wir sterben. Wir sterben. Und wir werden. Oh Gott. Och nein. Ich bin doch noch so jung. Ich war Co-Pilot und der Kerl ist sehr schlecht geflogen. Ich will behaupten, schlechter als ich, obwohl ich bin auch noch nie weiter als 200 Meter gekommen. Es ist der Heini hier immer noch. Nicht wollen. So, fliegt er dann auch irgendwann mal? Ja, den kenne ich. Den Kerl. Da ist er. Hier ist so viel Platz. Hier ist noch so viel Platz. Und auf der anderen Seite sind noch mal so viele Sitze. Und sie müssen sich direkt neben mir setzen hier. Nein, danke. Nein. Ja, da ist gerade Presse reingekommen noch. Neben Ihnen sitzt einer von der Presse. Bringen Sie ihn um. Ich will auf der anderen Seite sitzen. Verdammt nochmal. Das finde ich ein. Sagen Sie Bescheid, wenn wir abspringen wollen? Was macht der Heli? Wir werden alle sterben. Er landet. Wir werden alle sterben. Was war denn das? Man schießt. Man schießt auf uns. Wir sind gelandet. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir alle sterben werden. Das Ding piept sehr lautstark. Wir haben Einschusslöcher. Ein Helikopter vernichten. Ja, gut. Warten Sie auf mich, Presse-Heini. Wo sind Sie hin? Ich möchte auch ein Helikopter fliegen. Yay! Eigentlich wollte ich jetzt da drinnen sitzen, aber ach, was soll's. Wieso sitze ich immer draußen? Draußen ist es kalt.
Ja, ich treffe doch sowieso nichts. Ich wäre gern drin gewesen. Oder als Co-Pilot. Aber wenn der Pilot stirbt, kann man dann als Co-Pilot nicht eigentlich übernehmen? Ja, und ich glaube, wir fliegen sehr tief. Oh. Wir fliegen sehr tief. Sehr, sehr seltsam fliegen wir. Wir sind sehr, sehr, ja. Und auf uns wird geschossen. Haben Sie gerade die Rauchgranate geworfen? Sind Sie da gerade gestorben? Ich tue jetzt mal kurz jemanden wiederbeleben. Ja, ich tue etwas Produktives für die Gesellschaft. Ja, ich glaube, die Rauchschwade tut mir schon Rückendeckung geben. Yay, Player, wiederbelebt, 100 Punkte. Was machen wir? Kapitulieren? Aber kapitulieren macht viel mehr Spaß. Hier unten ist ein Auto im Weg. Drecksfahrtburg. Sie können die Treppe stoppen. Da ist jemand gestorben. Hinter ihnen ist noch ein Kerl mit einer Sniper. Ich glaube, das ist nicht sehr effektiv. Ja? Ich schließe ja erstmal die. Oh, sind schon. Gut, dann hat sich das ja jetzt erledigt. Machen Sie zu, es zieht. Was weiß ich doch nicht. Schutz, Kopfschutz. Ich habe ihn getötet mit einem Kopfschutz. Ich glaube, der Turm wird gerade sehr mit Kugeln eingeseift. Seift, seift. Weiß ich doch nicht, was ich erzähle, Mensch. Nein? Ja, sicher? Oh, da schießt jemand auf den Turm. Erzähl ihn doch keinen Quatsch. Aus Richtung Turm 5 kommt das. Oh. Ja, das, ja. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Müssen Sie mir nicht extra sagen. Haben Sie die Tür zugemacht? Das war jetzt aber auch nicht. Na gut. Soll ich die Tür nicht lieber zumachen, wenn ich wiederbelebt bin? Oh Gott. Wir werden alle sterben. Ja, dann respawnen wir einfach, hä?
So, ich bleib hier und überwach die Treppe oder was? Nein, ich war. Oh, stand. Nein! In der Wand. Gestorben. Ah. Der hat's. Ich hab wahrscheinlich gerade mein. Ich hab mein Rückgrat in der Wand aufgespult. Ach ja, und mit diesen Bildern beende ich diese Folge von Arma 3. Ich wünsche noch einen schönen Tag, ihr Doktor, over and out.